Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Alice macht sich auf den Weg zum Bunker und der gute Mann hier, der soll jetzt mal einen Zaun bauen. Deswegen rennen wir hier mal hin in Richtung Bunker, so, und wählen mal die Quest aus. Home Improvement. Zack. Und werden ihm dann gleich mal hier sagen, dass er hier Zaun bauen soll. Toolbox auswählen. Jawohl. Und da soll er bauen. Da, da, da. Da, da. Da und da. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Er macht sich an daran, hier einen Zaun zu bauen. Und währenddessen können wir mit dem guten Joe mal rausgehen und gucken, wo ist die Alice? Die ist auch gleich da. Die sprintet mal hin. Und dann können Alice und Joe nämlich mal ein bisschen zusammen noch Lebensmittel, Wasser und so Gedöns einsammeln. Dass wir den Bunker mal mit Vorräten füllen. So, Joe geht jetzt zu ihr hin und sagt, follow me. Und dann gehen sie mal schön zusammen hier in die Stadt oder dahin, was von der Stadt noch übrig geblieben ist. Schön die Shotgun natürlich auswählen. So, dann gehen wir hier mal gucken, was haben wir denn hier noch drin. Hier ist mal absolut nichts mehr drin. Hier haben wir schon alles rausgeplündert, also gehen wir noch mal ein bisschen weiterlaufen. Wie sieht es hier mit den Autos aus? Ja. Die plündern wir auch gleich mal leer. Wood Planks, ne, die brauchen wir im Moment nicht. Da sollte genug vorhanden sein für den Zaun. Billiger Wodka ist super. Und Pistol Ammo. Zement. Der ist sehr schwer. Kann man nicht viel nehmen, ne? Nein. Gut, unser Rucksack ist fast voll. Vielleicht nehmen wir doch noch eine Holzplanke mit, falls wir die noch tragen können. War doch hier irgendwo noch gewesen. Moment. Hier in dem Auto war, glaube ich, noch ein bisschen Holz. Jawohl. Da können wir nichts von mitnehmen. Gut, dann würde ich sagen, zurück zum Bunker und erstmal die Sachen, die wir hier aus dem Auto geplündert haben, ablegen. Lauf, Forrest, lauf! Können wir auch gleich mal schauen, was der Yishim hier so schönes baut, ob er hier vorankommt. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, wunderbar. Ich bin stolz auf ihn. So, rein in den Bunker und einmal gucken, was wir so abgeben können. Der Joe könnte, ne, Wasser nicht, das Backpack nicht. Im Prinzip eine kugelsichere Weste könnt ihr doch mal abgeben, oder? Liegen Wodka. Können wir auch abgeben. Molotow-Cocktails können wir auch abgeben. Zwei Pistolen. Auch ein bisschen vier. Brauchen wir nicht. Was wiegt denn jetzt hier noch so viel, dass der hier immer noch 31 belegt hat? Na gut, die kugelsichere Weste macht natürlich schon was aus. Und hier die
Nee, der Rest eigentlich nicht. Gut, die Munition noch ein bisschen. Die Shotgun, die wiegt relativ viel. Die tun wir auch mal im Bunker. Shotgun-Ammo auch. Zack, schon nochmal Platz. Und raus geht's. Och, er muss jetzt schlafen. Jetzt muss der schlafen hier. Naja, ein bisschen Zaun hat er immerhin schon fertig. Ich fände ja nicht schlecht, wenn wir noch ein Tor bauen könnten. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wahrscheinlich müssen wir uns da echt noch ein bisschen Zement dann aufbuckeln. Aber so ein bisschen Zaun ist schon fertig. Ishim schläft jetzt erstmal und während er schläft, gehen wir hier nochmal ein bisschen weiter gucken und plündern. Die Autos haben wir jetzt soweit durch, bis auf die Holzplanken. Das heißt, hier gehen wir mal ganz geschickt dran vorbei. Was ist hier eigentlich? Hier sind wir auch noch nicht gewesen, ne? Das bedeutet, vorsichtig sein. You never know where the zombies are. Also horchen. Ja. Da war schon mal ein Zombie. Gehen wir mal hier weiter ein bisschen die Straße. Autowrack. Bandagen, sehr gut. Haben wir uns schon mal ein bisschen unsere Wunden hier verarztet. Wasser ist auch gut und Antigen ist noch besser. Sehr gut. Der hat nix. Das ist sehr schade. Quest failed. Jetzt ist das Insulin-Quest hier mal eben weg, oder was? Och, warum denn? Quest failed. Puh, ist wieder egal. Läuft da alles in Ordnung hier, oder was? Ach nee, sie ist auch tot. Das ist ärgerlich, Freunde. Das wollen wir natürlich nicht. Wieso stirbt denn die da einfach? Oh, Leute. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Dann laden wir mal, ne? Ärgerlich. Das ist nicht schön. Also nochmal mit Ishim hier Quest auswählen. Moment, Home Improvement. Zack. Build a Fence. Toolbox haben wir ausgewählt und zack, 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 zack. Okay, er baut die Toolbox und dann, was machen wir mit ihm? Dann gehen wir mit ihm halt mal zu Alice. Alice, wo bist du? Die müssen sich jetzt eigentlich hier gleich treffen. Alice? Da ist sie doch. So, follow me. Und dann gehen wir hier. Ach, weiß ich auch nicht. Gehen wir halt doch nochmal. Hier in die Richtung ein bisschen gucken. Vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere. Dass die sich da hat abknallen lassen, ist natürlich ärgerlich. Das wollen wir auch nicht. Ich höre was. Oh, die Shotgun ist nicht schlecht. Hä?
Ja, wir nehmen mal alles ruhig mit. Wasser ist auch immer gut. Und dann... auf kurze Distanz einfach unschlagbar. So, machen wir mal hier, let's swap supplies und dann gibt er ihr mal noch ein bisschen Munition. Die hat auch nicht viel Platz, ne? Oh, Bandagen. Kann die ihn nicht mal heilen irgendwie so ein bisschen? Warte mal, ups. Moment, I'm injured, can you help? So, jetzt kann sie mal ein paar von den Bandagen benutzen. Zack, na das sieht doch gut aus. So, und schon hat sie wieder ein bisschen Platz. Hat 3 Bandagen verbraucht, naja. Und was hat er hier an Munition, Pistolenmunition? Na, nicht so sehr viel. Da brauche ich ihr nichts von abgeben. Ja, die eine Pistole, die nutzt uns natürlich. Die hätte ich im Bunker lassen sollen. Habe ich aber nicht. Wie sieht's aus? Wasser hat sie auch noch genug. Na gut. Dann gehen wir mal weiter gucken. Nachladen. Und gehen hier einfach das Gebiet ein bisschen säubern. Das macht auf jeden Fall Sinn. Bisschen plündern. Sniper Rifle. Ja. Gut. Weiter geht's. Gold ist immer gut, wiegt nicht viel, ist aber enorm viel wert hier in diesem Spiel. Und dann haben wir hier so ein bisschen Straßen und Wege schon mal freigeräumt. Das lohnt sich doch auch. Die kommen auch immer angesprungen. Heidewitzka. Chips sind gut. Können wir gleich mal essen. So, jetzt kommen wir hier langsam wieder auf bekanntes Territorium. Nämlich in Richtung Clay. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch für eine Quest... Was? Ach so, Fitness ist gut. Na, schlafen könnte auch mal... Was wir jetzt für eine Quest machen. Home Improvement ist am Arbeiten. Insulin. So, von Clay Parker kaufen. Fat Niels, go to Camilla. Try to persuade her to negotiate truce. Tit or tat. Steal 3 years. Ach, diese Kornstehlerei, da habe ich im Moment nicht so Lust drauf. Machen wir mal Fat Niels vielleicht. Oder diese Insulingeschichte mal. Von Clay Parker jetzt mal Insulin kaufen. Das machen wir mal. Also rein hier. Und mal gucken. Wo ist sie denn? Vielleicht können wir von ihr noch ein bisschen Gold holen. Warte mal. Let's swap supplies. So, wie viel Gold hat sie denn am Start? Hä? Gar nichts. Und er hat... Was hat er am Start? 40. Ich glaube, ein so ein Insulin kostet doch 70. Das hatten wir letztes Mal schon. Das wird doch wieder nichts. Na, wir gucken mal. Wir gehen mal zum Clay. Let's trade supplies. Insulin. Ja, 76 sogar.
Ich könnte ihm hier so eine Wodka für einen verkaufen. Bringt ja alles nicht viel, ne? Molotow-Cocktail. Bah. Shotgun. Pistole für drei. Also, gibt mir zu wenig. Na. Nee. Das reicht noch nicht, das Geld. Also müssen wir doch noch von Clay Parker Insulin kaufen, bringt noch nichts. Wir müssen hier diese Quest mal machen. Zu Camilla Erd gehen und mit der irgendwie quatschen. Also machen wir das. Zusammen mit weiblicher Unterstützung. Und ein bisschen Frieden stiften hier im Prinzip. Zumindest haben wir hier die Straße schon freigeräumt. Schauen dann mal, dass wir zu der Camilla kommen. So. Neues Gebiet. Hier unten sieht man es. Immer noch im Nebel, im Schwarzen. Also hier können jederzeit noch irgendwelche Zombies auftauchen. Construction complete. Now let's build a gate over the pathway here. Oh, das finde ich eine gute Idee. Build a gate. Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge tun. Ein Tor noch bauen. Das ist eine super Idee, damit wir unseren Bunker weiter schützen. Und wenn ihr das sehen wollt, dann die nächste Folge angucken. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.